Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Mass Effect. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja den Archon da erstmal platt gemacht. Also was heißt platt gemacht? Er hat uns ziemlich platt gemacht, ist geflüchtet. Aber wir haben es auch geschafft und sind jetzt wieder auf unserem Schiff und haben jetzt hier natürlich noch einiges zu machen. Die Bitcoin-Kanäle sind bereit, Ja, Pathfinder. ist ja gut. Ich gucke jetzt erstmal hier so rein. Ich habe gerade an Sie Ist er gedacht. bald? Ich würde liebend gerne Genaueres erfahren, aber das hier ist kein privater Kanal. Ich könnte es Ihnen ja bei ein paar Drinks erzählen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Ist das ein Date? Ja, komm. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Ah, guck mal, da haben wir nämlich die Mission gekriegt, nach unten zu fliegen. Ja, wo kommen wir denn hier runter? Da geht's runter. Oh, da ist das Schiff. Forschung. Missionen haben wir bestimmt auch was frei. Jawohl, hier, guck mal, die ist nicht fertig. Einsatzteam. Gute Chancen, so. Immerhin ein bisschen. So. Bevor wir hier weiterlaufen, wir fliegen direkt am besten dahin. Keine, nicht lange schnacken hier. Also wir hätten jetzt die Mission zurück zur Dings, zur Nexus zu Hoffe, die fliegen. Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Sie haben viele ihrer Leute verloren. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Können wir hier natürlich noch mal scannen, aber hier ist ja halt nichts. So. Wir hauen hier mal ab. Reise nach Meridian. Wo war denn jetzt der andere Planet? Ah ja. Huffel, Huffel, Huffel. Man tut immer mehr. Ist krank. Kadaver. War das Kadaver? Warte mal. %. Hundert. Ja, wir müssen ja immer noch den Außenposten setzen. Ich glaube, das war hier. Hüpf mal rüber. Müsste ja eigentlich hier sein. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Verstärktes Signal ausgeabend. Genau, hier wollen wir hin. So. Ein Date. Kann man ja schön flirten. Oder besser gesagt, versuchen zu flirten.
So, und da sind wir auch schon. So, und dann kann man nämlich hier direkt zum Haupteingang gehen. Ist die Frage, wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal gestellt, ist es schneller hier rüber zu gehen? In dem Fall wahrscheinlich ja. So. Weil die Tür ist ja auch nicht gerade die schnellste. Halt! Privatveranstaltung! Ryder, der menschliche Pathfinder, eine wichtige Persönlichkeit. Auf der Liste steht keine Ryder. Sie gehört zu mir. Reyes Vidar. Gehen Sie rein. Er hat sich aber schnell umentschieden. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich hatte gehofft, dass er sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Na, hier kommt Flirten. Behandeln Sie alle Ihre Dates so oder bin ich eine Ausnahme? Ich mach's wieder gut. Versprochen. Ich glaube, da ist was nicht koscher. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Unterhaltung mit drei Partygästen. Mit wem wollen wir reden? Erstmal hier mit ihr. Pathfinder, welch unerwartete Überraschung. Nette Party. Es ist nett von Ihnen, eine Party für die Einheimischen zu schmeißen. Wir wissen beide, dass es mir dabei nicht darum geht, nett zu sein. Dann ist es eben clever. Ja, ich mag es, wenn alles zivilisiert abläuft. Genießen Sie die Party. Seht ihr, das ist eine Person? Ja, perfekt. Wen kennen wir noch? Die sind am Suchen. Einer geht noch. Ich würde gerne etwas trinken. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Krallers Song. Krallers Song. Das zählte wohl nicht. Wer bist du? Mit dir nochmal reden. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Es war schön, sich mit Ihnen zu gleich. Das zählt als Person. Das ist schon mal gut. So, komm, und hier, den kennen wir auch noch. Schleichen Sie sich jetzt schon uneingeladen auf Partys, Ryder? In Helios ist es ziemlich schwierig, an kostenloses Essen und Bier zu kommen. Aha. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. So, drei Leute. Und jetzt müssen wir Reyes finden. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Der schickt mich zur Nexus, da will ich ja nicht hin. Wie kriegen wir das jetzt am besten gelöst hier? Wir lernen eine neue Welt. Helios Aufgaben. Kadara. Wisst ihr, der ist nämlich noch da drin. Hier ist er lang. Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein?
Lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es aussieht. Sie benutzten mich nicht als Ablenkung, um Sloans Sachen durchwühlen zu können? Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Oh, oh. Oh. Sorry. Ich denke, wir sind wieder sicher. Safety first, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Wir sollten uns lieber noch mal küssen. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Na endlich, da ist er ja. Alkohol. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky, das ist ein Schatz. Ich hoffe, Sie teilen ihn mit mir. Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Ist aber nicht gerade nett von ihm. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Jeder Tag ist ein Abenteuer und selbst meine freien Abende sind interessant. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Stimmt, Frau und Kinder oder sowas. Um kein Niemand zu sein. Für mich sind Sie kein Niemand. Ich habe den Eindruck, dieser Kurs war mehr als nur ein Ablenkungsmanöver. Wer weiß, wo das noch hinführt hier. Nee. Ist aber nicht mehr jugendfrei. So, Aufgabe erfüllt. Nächster Schritt auf Ärger warten. Hier, Codex. Hilfsaufgaben. Ja, würde ich ja gerne. Nur wo? Wahrscheinlich sind wir da einfach noch nicht weit genug. Nee, komm, dann machen wir das anders. Und Tempest von der Nexus herunterladen. Ne, wir müssen zur Nexus. Die Feuerwehr? Ne, Tempest. Wo war denn das jetzt? Besiedlung von Burt haben wir auch noch vor uns. Eben im Grenzgebiet. Wir müssen so oder so. Meridian war doch die Aufgabe oder nicht? Ja, so oder so müssen wir zur Tempest zurück, ist klar. Na ja, machen wir so. Schnell reisen. So. Ein Date-Abend. Ganze Folge ein Date-Abend. Dann heben wir ab hier.
einfach mal ein Schiff zum persönlichen Gebrauch benutzen und weg. Komm, gib ihn. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Jarl hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Sind jetzt im Orbit von Kadera. So. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Mal wieder auf die Nexus. Wir könnten auch, glaube ich, ein paar Leute aus dem Kryoschlaf holen, von den Punkten her, die wir schon freigespielt haben. Haben die doch alle schon gesaved, oder nicht? Guck mal, da hängt schon die nächste dran. Da ist es doch, ne? Korrekt. Aber wie viele Aufgaben wir hier frei haben. Wir müssen mal andocken. Oder nicht? Ah, jetzt. Zwei Schiffe. Na, guck mal, jetzt stehen die so im Kon-. Also werden es ja vier irgendwann. Lang ist her, dass wir hier waren. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder spektakulär empfangen. Oder wir kriegen einen auf die Fresse, weil wir den Pathfinder haben sterben lassen. Ich heiße unsere salarianischen Pilger auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Passero endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir Sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Salarianer leben. Ebenso wie unser Traum. Ah, und da ist die Heldin, die es möglich gemacht hat. Pathfinder Ryder. Möchten Sie uns etwas sagen? Nee. Ich stimme Direktor Tan zu. Unser Traum lebt. Und gemeinsam können wir ihn wahrmachen. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Und das habe ich ja auch. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Sie haben uns gerettet? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. Bestimmt. Irgendwann mal. So, sag ich doch. Kleiner Empfang. Wir sind jetzt hier auf der Nexus und hier, würde ich mal sagen, arbeiten wir die ganzen Aufgaben in der nächsten Folge ab. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Break und ich würde mich über Kommentare, neue Abos und Däumchen freuen. Bis dahin. Ja.